Leon Goretzka, Glückwunsch zum Sieg. War das die Reaktion, die vom Trainer gefordert wurde? Ja, ich denke, es war eine gute Reaktion, war ein solider Auftritt von uns. Kein einfaches Spiel, sehr viele Gegner innerhalb der Box, teilweise 8, 9 Mann in der eigenen Box, mit der sie verteidigt haben. Muss man erstmal die Lücken finden. Klar hätten wir gerne 1, 2 Tore mehr gemacht, aber am Ende des Tages zählen heute die 3 Punkte und das haben wir geschafft. Muss sich die Mannschaft ein bisschen jetzt in die Rückrunde reinkämpfen? Es war ja schon schwierig, eben weil der Gegner so tief stand, aber das ist ja nichts Neues für die Gegner des FC Bayern, stehen ja sehr häufig sehr tief hier. Ja, absolut. Zusätzlich ist Union aber auch ein Kader, der in der Champions League spielen sollte. Also da ist dann natürlich auch einfach eine gewisse Qualität da und da musst du dich erstmal rantasten, gucken, wo du die Räume findest. Und das haben wir eigentlich gut gemacht, extreme Kontrolle im Spiel gehabt, Restverteidigung war richtig gut, gar keine Konter zugelassen. Von daher war es ein solider Auftritt und ja, es ist völlig richtig. Wir müssen uns die Dinge wieder erarbeiten, Stück für Stück. Und die Leichtigkeit, die kommt dann im zweiten Schritt erst wieder zurück, denke ich. Wie sehen Sie die Konstellation? Sie sind ja sehr erfahren, Rückstände aufzuholen und es kann ja manchmal auch ein Vorteil sein, wenn man der Jäger ist. Wie sehen Sie das im Moment? Ja, ich bin lieber der Gejagte, das sage ich ganz offen, aber ist es richtig? Ich denke, wir haben auch in der Vergangenheit schon bewiesen, dass wir Rückstände aufholen können. Ich glaube, in meiner ersten Bayern-Saison waren es 9 Punkte damals auf Dortmund. Am Ende hatten wir trotzdem die Schale und deswegen sind wir da zuversichtlich. Aber Leverkusen wirkt schon sehr stabil dieses Jahr und macht einen großartigen Job. Aber ja, wir sind da jetzt nicht, uns schlottern jetzt nicht die Knie. Jetzt kommt Augsburg, das war auch mal schweres Terrain für Bayern. Letztes Jahr gab es eine Niederlage in der Liga. Was erwarten Sie da? Ja, das ist Bundesliga. Das ist, jedes Spiel ist schwierig. Jedes Spiel ist für den Gegner meist das wichtigste Spiel in der Saison gegen uns. Und da werfen sie alles in die Waagschale. Das sind wir natürlich gewöhnt. Und wir fahren natürlich nach Augsburg, um das Spiel zu gewinnen, um unsere Hausaufgaben zu machen. Und das ist unser klares Ziel. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Sie haben sich öfter schon mal gegen Rechtsradikalismus geäußert. In München haben am Wochenende über 200.000 Menschen angeblich protestiert. Haben Sie da eine Meinung zu? Wie sehen Sie die momentane Situation, dass so viele Leute auf die Straße gehen? Ganz ehrlich, ich glaube, es war ja nicht nur in München, ganz Deutschland. Ich habe viele Bilder gesehen von unfassbaren Menschenmengen. So Demonstrationen sieht man ja immer wieder, aber das war sehr, sehr beeindruckend. Und in mir hat es in erster Linie ein Gefühl der Hoffnung entfacht. Herzlichen Dank. Gerne.